Hallihallöchen, meine Lieben, willkommen hier heute zu dem neuen Video. Wir reden heute ein bisschen über den bevorstehenden The Legend of Zelda Geburtstag. Denn Zelda wird einige Jahre alt und zwar genau in diesem Jahr. Und wir haben jetzt ja gerade gesehen, was Nintendo machen könnte oder auch gemacht hat, wenn es um den Super Mario Geburtstag geht. Und auch die Zelda Geburtstage haben ihre gewisse Vergangenheit und wir wollen einfach mal ein bisschen spekulieren, uns wünschen oder vielleicht auch ein bisschen realistisch betrachten, was könnte kommen zum The Legend of Zelda Geburtstag? Was wünschen wir uns? Und was erwarten wir tatsächlich? Und das nach einem kleinen Intro. Ja, meine Lieben, ich bin halt ein riesiger The Legend of Zelda Fan. Ich glaube, man sieht es im Hintergrund, mein allererstes richtiges Abenteuer war A Link to the Past. Und um gleich da anzuschließen, ja, es gibt diesen feuchten Traum von mir, wenn tatsächlich ein 3D-Remake kommt von A Link to the Past, dann raste ich aus. Dann seht ihr mich heulen, schreien und kreischen, aber wir wollen ja auch ein bisschen realistisch bleiben heute. Es wird kein 3D-Remake von A Link to the Past geben. Und auch die alten Zelda-Spiele, Zelda 1 und 2, haben meiner Meinung nach ein Remake verdient. Aber ich habe auch wirklich hier nicht im Gefühl, dass es jetzt das sein wird, was wir hier zum Geburtstag bekommen. Wenn wir uns dann weitere Spiele angucken, Ocarina of Time oder Majora's Mask, das sind ja Spiele, die haben ja schon ein Remake bekommen auf dem 3DS, die 3D-Version. Aber hier ist dann auch wieder die Frage, das sind halt so die absoluten Zugpferde. Ocarina of Time. Vor allem Ocarina of Time verkauft sich immer. Sie können damit machen, was sie wollen. Selbst wenn jetzt noch ein neues Remake kommt, auf der Switch in 3D oder vielleicht mal in anderer irgendeiner Form oder Majora's Mask dann im Doppelpack, das wird sich auch wieder verkaufen wie geschnitten Brot. Das ist eine sichere Bank. Ich persönlich habe allerdings nicht im Gespür, dass sie hier erstmal in naher Zukunft Ocarina of Time und Majora's Mask noch einmal anfassen werden. Ich glaube, wenn wir was bekommen zum Geburtstag, dann leider etwas, was uns vielleicht nicht ganz so krass hypen wird. Aber gucken wir erstmal die anderen Spiele an. Link's Awakening hat gerade erst einen Titel bekommen. Gerade erst das große Remake bekommen. Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, dass diese Titel einfach so low profile sind, dass Nintendo nie wieder dazu ein Remake machen wird. Gerade jetzt, in letzter Zeit, wo wir gesehen haben, dass Nintendo sehr wirtschaftlich denkt und auch Spiele eher danach bewertet, wie sie sich verkaufen lassen, glaube ich persönlich nicht, dass Oracle of Ages und Seasons ein Remake bekommen werden. Auch wenn ja die Engine mit dem Link's Awakening Remake an sich schon da wäre, ich persönlich glaube es trotzdem nicht. Ihr merkt schon, ich glaube hier tatsächlich zum Geburtstag nicht unbedingt an die alten Zelda-Spiele, sondern ich glaube eher, dass es die etwas neueren Zelda-Spiele betreffen wird. Was noch einigermaßen im Rahmen des Möglichen ist, ist, dass sie uns eine Art Classic Collection auf der Switch geben. Das heißt, vielleicht Zelda 1, 2, Link's Awakening und Link to the Past vielleicht. Vielleicht sogar noch die Oracle-Teile, halt wie gesagt so eine Classic Collection. Dann aber im Originalzustand, dass du sie aber auf der Switch spielen kannst. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich persönlich würde es halt brutal feiern, weil man dann nochmal Zugang hat zu diesen alten wunderschönen Spielen mit Save State dann, genau wie eben auf den anderen Collections, die wir bisher so hatten. Oder wie eben in diesem Stile von dem Super Nintendo oder NES-Modulen online. Die in dem Nintendo Online-Modus. Das ist halt auch super, super cool, ganz easy zu bedienen. Das würde ich persönlich sehr, sehr hart feiern. Aber wenn wir jetzt ein bisschen näher in die modernere Ära kommen und dann gucken wir uns ja nach der N64 so langsam mal den GameCube an, dann haben wir da Wind Waker, Twilight Princess, dann auf der Wii Skyward Sword. Und Skyward Sword ist natürlich immer dieser eine große Titel. Seit Jahren wird halt gerufen und geschrien, wann bekommen wir endlich das Skyward Sword HD Remastered? Oder Remake oder wie auch immer man das betiteln möchte. Ich persönlich habe irgendwie im Gefühl, dass wir zu Skyward Sword was bekommen werden. Ich hätte schon längst damit gerechnet, aber ich habe mich ja letztes Jahr schon oft getäuscht und Spiele abgetan, wie Pokémon Snap, wo ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, dann nie. Ich glaube, dass Skyward Sword nochmal so ein eigenes Ding wird. Weil sie, glaube ich, wissen, dass sich dieses Spiel nochmal sehr, sehr gut verkaufen wird. Gerade wenn sie das mit dieser Motion-Steuerung rausmachen und viele kleine andere Probleme des Spiels beheben, dann könnte dieses Spiel nochmal echt gut verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es hier jetzt zum Geburtstag oder vielleicht auch zum Geburtstag. Was ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist, dass sie noch einmal die etwas neueren Zelda-Spiele anfassen. Ich meine, nach Skyward Sword haben wir ja tatsächlich schon direkt Breath of the Wild. Und mit Breath of the Wild haben wir ja Breath of the Wild 2.
Das wird völlig losgelöst sein vom Zelda-Geburtstag. Da, glaube ich, gucken wir tatsächlich uns eher die Titel an, die ich gerade so genannt hatte. Da haben wir Twilight Princess, Wind Waker und Skyward Sword. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Urin, ich habe irgendwie im Gespür, dass wir diese drei Titel in einer Collection bekommen werden. Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword. Ich muss tatsächlich persönlich sagen, das wäre für mich eher so die unattraktivste Variante. Denn, gut, ich muss auch dazu sagen, ich urteile aus meiner Sicht heraus, aus meiner Warte heraus, ich habe diese Spiele. Ich besitze sie, ich kann sie jederzeit spielen, ich habe sie auch schon gespielt, aber andere vielleicht nicht. Und für Leute, die nie Zugang hatten zu diesen Spielen oder nicht zu unbedingt allen von diesen Spielen, wäre das natürlich eine super Sache. Genau das hatten wir nämlich eben mit der Mario Collection. Ganz, ganz viele haben gesagt, oh, warum haben sie denn jetzt einfach nur diese Spiele da auf diese Collection gepackt? Warum haben sie da nicht krass was draus gemacht? Remake hier, da und so weiter. Aber den meisten Spielern war es egal. Das Spiel hat sich gut verkauft, die Collection hat sich gut verkauft, weil eben für viele hier jetzt endlich mal wieder die Möglichkeit da war, ja, diese Spiele mal wieder zu spielen. Und die Collection macht ja auch Spaß, sie ist ja auch gut. Und ich glaube tatsächlich, dass uns so etwas Ähnliches hier erwarten wird. Ich persönlich, wenn ich mir aussuchen könnte, dann würde ich was ganz anderes nehmen. Ich würde mir halt wünschen, dass sie ein Remake von Zelda 1 und 2 machen und vielleicht, gut, ein Remake von A Link to the Past, aber das ist so mein persönlicher Wunsch. Aber ich glaube, gerade Zelda 1 und 2 würde ein Remake richtig, richtig gut zu Gesicht stehen. Die Oracle-Teile hätten das verdient und dann haben wir da ja auch noch The Minish Cap. Und ich glaube aber auch, dass The Minish Cap tatsächlich, und wir haben natürlich auch noch Phantom Hourglass und Spirit Tracks, das sind, glaube ich, eher so die Titel, die Nintendo nie wieder anpacken wird. Ich weiß nicht warum, haltet mich dafür verrückt, aber ich glaube, dass Nintendo kein Interesse mehr daran hat, mit diesen Titeln irgendwelche Neuauflagen zu machen oder irgendwelche Remakes oder Ports oder so zu bringen, weil das ja auch Titel sind, die, ich weiß nicht, auf dem DS haben sich die Spiele zwar ganz gut verkauft, aber gerade Minish Cap ist weit unter den Erwartungen geblieben. Auch jetzt, wie gesagt, die Zelda-Spiele waren jetzt nie so die großen Mega-Big-Seller, abgesehen von Breath of the Wild. Aber auch Ocarina of Time verkauft sich halt immer. Und ich glaube, wenn wir von dieser Dreier-Collection weggehen, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, was ich tatsächlich für am realistischen halte, dann würde ich eher noch auf Ocarina of Time und Majora's Mask gucken. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach mein Bauchgefühl aktuell. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde was ganz anderes nehmen, Leute. Aber die traurige Realität ist ja auch, Nintendo hat nun mal gerade mit einer gewissen großen Pandemie zu kämpfen. Nintendo hat immer wieder bekannt gegeben, dass sie da sehr ins Stocken geraten. Wir bekommen keine Directs mehr. Viele Projekte verschieben sich. Und ich glaube einfach nicht, dass sie jetzt gerade so die Manpower und die Ruhe haben, sich um diesen krassen, großen The Legend of Zelda Geburtstag zu kümmern. Vielleicht bekommen wir vielleicht eine Switch in einer gewissen HD-Variante, Skyward Sword. Ich fände es halt geil, wenn wir Skyward Sword Remastered bekommen oder Skyward Sword das Remake und dann da eine neue Switch, also so eine Limited Edition Switch, würde ich mir persönlich sofort holen, weil großer Zelda-Sammler. Und Skyward Sword hat es halt auch verdient. Skyward Sword hat so viele Hater und das hängt sich aber auch vor allem natürlich an dieser Move-Steuerung an. Aber ich würde mal fast sagen, zu Skyward Sword, zu der HD-Version, was Nintendo da genau machen muss, was sie für Probleme an diesem Spiel haben, ich würde sagen, da kümmern wir uns in einem separaten eigenen Video demnächst nochmal drum. Und zwar machen wir mal Skyward Sword HD. So soll es werden. Heute wollten wir, wie gesagt, ein bisschen über den The Legend of Zelda Geburtstag reden. Wie geht euch das, Leute? Es gibt viel, was man spekulieren kann. The Legend of Zelda hat so viele tolle Spiele und wir haben da ja auch noch so viele coole Spin-offs, über die wir reden können. Vielleicht bekommen wir ja Link's Crossbow-Training in HD oder ein völlig neues Spiel, was irgendwie sowas wie Hyrule Warriors. Vielleicht bekommen wir wieder etwas Beklopptes in dieser Art. Ich glaube es tatsächlich aktuell nicht. Wir haben auch da schon oft drüber gesprochen. Die traurige Realität ist, Nintendo fährt schon eine ganze Weile ein sehr großes Minimalprinzip. Eine sehr wirtschaftliche Betrachtung des Ganzen. Und deshalb glaube ich, dass The Legend of Zelda Geburtstag bei ganz, ganz vielen viel zu hohe Erwartungen gerade aktuell schürt. Auch deshalb bin ich so ein bisschen hier, um euch zu sagen, Leute, genauso wie ihr, ich wünsche mir den allerkrassesten Shit. Ich wünsche mir eine Classic Collection. Dann wünsche ich mir eine Ocarina of Time und Majora's Mask, nochmal ein geiles Remake. Dann wünsche ich mir auch noch eine richtig geile neue Collection. Wind Wakers und Twilight Princess und dann Skyward Sword HD Remastered in der Collection. Und ich wünsche mir ein Link to the Past 3D Remake. All das wünsche ich mir. Realistisch gesehen muss ich tatsächlich sagen,
werden wir nicht wirklich viel bekommen zum The Legend of Zelda Geburtstag. Und ich weiß, ich bin der gute Laune-Typ und ich bin selten der, der pessimistisch ist. Ich versuche hier jetzt einfach gerade realistisch zu sein und betrachte mir das, was Nintendo in letzter Zeit gemacht hat. Denn Super Mario ist das größte Maskottchen. Das ist die bekannteste, ich glaube nach Mickey Mouse oder vor Mickey Mouse mittlerweile, ist Super Mario einfach die bekannteste Figur der Welt. Und das ist das Aushängeschild von Nintendo. Und was haben wir bekommen? 3 Spiele in einer Collection. Warum sollten wir jetzt also zum The Legend of Zelda Geburtstag mehr erwarten? Versteht ihr? Deshalb, lasst uns einfach gucken, was passiert. Es macht trotzdem Spaß, darüber ein bisschen zu spekulieren, Wünsche zu äußern. Und das dürft ihr natürlich auch tun. Haut in die Kommentare, was würdet ihr euch wünschen? Und was glaubt ihr, was passieren wird? Ich finde es trotzdem immer wieder geil, ein bisschen darüber zu reden und so ein bisschen zu träumen und zu schwärmen, was könnte sein, was könnten sie eventuell machen. Aber dabei sich nicht zu sehr zu hypen, um am Ende nicht enttäuscht zu sein, das ist uns immer wieder mit den Nintendo Directs passiert. In dem Sinne, meine Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Haut gerne ein Abo raus und die Glocke, dann bekommt ihr demnächst auch weitere Videos mit. Und dann sehen wir uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.